Mais, Sonnenblumen, Soja. Hallo? Hallo? Ja, Harry, was ist los? Jo, Ja. bin ich jetzt fällt mir nicht mehr ein, was ich jetzt sagen wollte. Ist schlecht. Ich rufe später noch mal an. Jo, mach das. Ciao. Hallo. Hallo Jürgen. Du, ich wäre jetzt am Hof. Ja. Dann kommst einfach vorbei. Können wir es besprechen. Multisilo war das. Erstmal Jupp. besprechen oder soll ich auch direkt? Ja, bring's gleich mit. Okay. Und vor allem die Weite. Ja. Auf jeden Fall mit. Gut, bis gleich. Jo, ciao. Ciao. Dann fälle ich gerade noch die Bäume hier, weil hier hätte ich gern die Weide hin. Hey, meine Bäume werden komplett entastet. Weiß nicht, woran das liegt. Warum geht es bei ihm nicht? Komisch. So, kriegt man hier auch ein bisschen Ordnung hin. Mal schauen, wie lange der braucht, bis er da ist. So, ja, dann passt das schon mal. Dann mache ich gerade mal schon ein paar Erdarbeiten. Ein bisschen was darf ich ja auch selber machen. Ich hoffe mal, dass es dahin passt. Das Gehege. Ich stelle das Silo einfach hier hin. Muss ich mal überlegen. Sehr merkwürdig, dass meine Bäume direkt entastet sind, aber die beim Ding waren nicht direkt entastet.
Hallo. Hallo. Wollte nur mal wegen Stadtrat Ja. mal absprechen, weil es ist zwar noch Frühling, aber wegen Schnee, dass vielleicht Sie, Hans-Peter, das LU noch vielleicht welche Schneeschieber und so bekommen. Das wollte ich auch gleich noch mit Hans-Peter absprechen. Okay. Ja, das wäre sinnvoll. Moin. Moin. Also, weil wir vor allem hier unten auch so ein bisschen entlegen sind. Hallo, Jürgen. Bis da ein Schneepflug ankommt, ist ja Weihnachten. Eben, deswegen Wäre wollte ich schon das ganz nur mal. sinnvoll. Dann spreche ich das gleich noch mal mit dem Hans-Peter ab und dann. Jo. Soll die Stadt uns welche zur Verfügung stellen? Jo, wird auch einnehmen. Ja, das ist klar. Ja. Schneeflug. Jo, bis Also dann. Schneeräumen würde ich auch gern mitmachen, wenn ihr das meint. Bis denn. Bauhof sollte, bis Ciao. dann. Der Bauhof sollte auf jeden Fall einen haben. Also Ihr müsst. Schneeräumen finde ich immer generell voll geil. Mal Straßen frei zu räumen mit anderen. Auf jeden Fall Laune. Jo, jetzt guck mal kurz, ob hier auf die Fläche die Schafweide hinpasst, ob die sinnvoll hinpasst. Kleine, ne? Wolltest du? Jupp. Gute jetzt. Hm? Für dich, dass ich jetzt so nah an dir wohne. Ganz so schnell. Ja, auf die Wiese nicht. Nee. Doch. Geht nicht. Komplett auf die Wiese nicht. Schon ein bisschen auf dem. Ja, ne? Ja, das ist okay. Dann guckst du, dass du wie sage ich das? Warte mal. Einmal drehen, dass die Seite, wo nicht befahren werden muss, hinten liegt. Ja. Und dann gehst du so weit wie möglich nach rechts zu meinem Traktor. Aber nicht ganz an die Mauer ran. Und nicht ganz nach hinten. Sonst haben wir wieder so ein Höhenproblem. Weißt du, wie ich meine? Platziere mal gerade ein altes Konto. Schade. Bin ich gespannt. Also die hintere Kante ungefähr auf Höhe der Mauer. Ja, so, es sieht gut aus. So müsste passen. Jo, sieht gut aus. Jo. Dein Telefon, Alter. Hallo? Hallo? Jürgen? Ah, für dich, hier, warte. Meins? Ja. Ach, Könntest du danke. schnell Ja? ein Feld kaufen? Weil Steuern? das LU ist schon unterwegs auf Ja, das mit Feld. den Steuern machst du das wieder wie bei den anderen, ne? Hast du Ja. ja überwiesen gehabt, oder? Ja. Welches? Feld 9. Jo. Jo, passt. Danke. Jo. Überweist dir dann die Steuern. Nee, der Stadt. Ach so, der Stadt, ja. Okay. Jo, Jo. tschüss. So, So, Jürgen, jetzt jetzt sag sag mir mir mal, mal, wie wie viel viel Subventionierung Subventionierung kriege kriege ich ich und und was was muss muss ich ich jetzt jetzt noch noch an an Steuer Steuer zahlen? zahlen? Also, was muss ich jetzt noch an Steuer zahlen? Also, wenn du, Warum hänge ich jetzt hier? Lol, das liegt, glaube ich, an deinem Anhänger. Also, du willst ja mit Sicherheit Bio-Schafe machen, ne? Tja. Bringt natürlich am meisten Stell mal deinen Ertrag und so. Traktor weg, bitte. Bisschen nach vorn. Ja, natürlich Bio. Sonst was anderes macht ja keinen Sinn. Genau.
Da kriegst du, also der Jonas Reinhardt, mit dem hatte ich das Danke. damals Mach mal die gemacht. Klappe zu. Und dein Gewicht hoch, du verkratzt mir den ganzen Boden. Bestimmt nicht. Also, och. So. Jonas Reinhardt hatte ich damals ausgemacht. Also der sagte mir auf Bio, Tiere, Gehege, blabliblub, würde es 45% jeweils drauf geben. Ja, fast die Hälfte, ne? Also da ist schon eine ordentliche Summe. Bei dem Kaufpreis müsstest du dann 45% abrechnen halt. Na, was kriegst du jetzt von mir? 65 hat die so gekostet, ne? Jo, mal 1,2. Dann kriegst du 13.000. Ja. So, und jetzt hole ich mir von Der Stadt 45%78.000genau. 78.000 mal 0,45 sind 35.100. Okay. Gut. Genau. Danke. Ach so, das Silo noch, gell? Wollen wir das gerade machen? Also, dass Ja, ich das auf Silo deinem baust du Konto auch gehe gleich und hin. du das überweisen, oder? Ey, was jetzt nochmal? Willst du dir direkt überweisen von der Stadt? Du hast ja Stadtkontozugriff. Ja, das geht ja schlecht. Dass ich mir selbst Geld überweise. Das geht nicht. Auf deinen Hof. Nee, ich sage dem Stromberger gleich Bescheid. Oh, okay. So, das Silo. Stell sie mir da hinten wieder hin, wo es mal früher war. Ja, hier hinten. Jo. Jo, mach ich. Warte dann. Das war, was kriegst du dafür noch? 15.000 kostet das so, ne? Jupp. Ein Fünftel noch drauf. 17 irgendwas. 3.300. Ach so, ja, stimmt ja. So, gut. Oh, danke. Danke ich dir recht schön, gell? Jo, ich hab zu danken. Und dann bis die Tage. Ja. Tschüss. Du, warte mal, Volker. Ja. Ist das hier deine War es deine? Maschine? Ja. Was ist das für eine? Ne, Horsch Maestro 12.75 SW. Was kann die? Einzelkorn. Ich hatte damals mal so ein Video gesehen. Da hat er angesät. Hat er angesät und hier wo zwischen den Reifen da. Da war immer diese Spur übrig. Ist das normal? Nee, das glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, das war nicht, ist nicht mehr so. Wenn man ansiehst, damit sag mal Bescheid. Jo, mach Das ich. würde ich mir mal gerne anschauen. Jo, mach ich auf jeden Okay. Fall. Danke. Vergesst das Silo nicht, ja? Nee, nee, das mache ich jetzt. Gut, tschüss. Ciao. Ciao. Stromberger. Ja. Ja. Hallo, Herr Stromberger. Sie haben gerade Zugriff aufs Stadtkonto. Ja, nicht nur gerade. Okay, das ist gut, weil ich hätte da Bedarf, beziehungsweise eine Rückerstattung würde ich kriegen, weil ich mir einen Schafstall gebaut habe und meine Wolle natürlich bio ist. Ja, es ist eben wirklich Bio. Natürlich ist mein Gras bio und meine Wolle auch bio. Und das Wasser ist auch bio. Ja, wie viel kriegen Sie denn dann? 35.100. 35.100. Yep. Okay. Yep.
müsste das so gewesen sein. Okay, passt. Vielen Dank. Ja, bitte. Ist Hans auch noch bei Ihnen? Der ist mit bei mir in der Leitung. Moment, ich stelle mal eben rum. Also ich leite mal eben weiter. Hallo? Hallo Hans. Hallo. Bist du bei deinem Laden? Fast in der Nähe, ja. Okay, weil ich würde gleich mal vorbeikommen, ich bräuchte noch ein bisschen was. Ja? Ja, mach ich. Gut, bis gleich. Ciao. Bis gleich, ciao. So, ich muss nämlich noch Zeug kaufen von für die Schafe. Und ich muss auch irgendwie noch Schafe kaufen. Ja, hat er schon angesät hier? Der hat wirklich schon angesät. Ich dachte, das geht noch gar nicht. Ich glaube, das erfriert ihm. Ich kann mal fragen. Hans? Ja, hier. Ach, da drin bist du. Da gerade, was steht denn hier rum? Das ist Zombie. Ja, ja. Oh, das ist aber auch ein schöner Traktor hier. Oh ja. Ich wusste gar nicht, dass das den den Fast Track hier auch mit Farbwahl gibt. Wusste ich bisher auch noch nicht. Wer ist denn der Tuner? Greenfleet? Hä? Greenfleet? Ah. Okay. ich bräuchte noch Folgendes. Du brauchst noch einen Ladewagen. Du brauchst einen Ladewagen. Den billigen Strautmann. Ja, hast du. Und das Novacat, aber Moment, muss gerade gucken. Mit schwarzem Dings da. Was? Es gibt noch ein zweites Novacat. Mit Feller. Das Frontmähwerk oder das? Nur das Frontmähwerk, ja. Ja, in was? Mit Feller. Mhm. Hauptfarbe des Feller. Feller, ja. Und der Mantel außenrum auch Feller. Ja. Okay, warte, was brauche ich denn noch? Kriegst du dafür auch Steuern? Momentan noch nicht. Okay, dann sollte ich fast noch einen Tiertransporter kaufen. Also, dann ab 11 circa sind dann wieder Mehrwertsteuern angesagt. Okay. Dann bräuchte ich noch einen Viehtransporter. Oder? So, lohnt sich das? Welcher denn? Kommt ja nur einer in Frage. Na, den Joskin hätte ich genommen, den kleinen. Weil ich nicht weiß, ob sich das lohnt. 10 Stück. Ja, doch, den kleinen Joskin Viehtransporter. Gut, hab ich. Gut, dann danke ich recht schön und wünsche dir ein schönes. Ja. Bis morgen, bis nächste Woche, gell? Ja. Also, haut rein, Leute, macht's gut und bis nächste Woche. Tschüss.